Ich hatte bereits vorher in den Urlauben von der Kinderlandverschickung, die wir ja mit der Schule gemacht haben, hatte ich im Urlaub schon Katastropheneinsatz gemacht nach Fliegerangriffen. Also es war natürlich inzwischen noch mehr Schutt auf den Straßen und noch mehr Bombenangriffe dort. Und wie ich nach Hause kam, war gerade wieder einmal Alarm und wie ich in unseren Luftschutzkeller kam, war meine Mutter gar nicht begeistert, was mich ja sehr befremdete, denn wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Und sie sagte dann, na komm mal erst nach oben, ich werde dir erzählen, da liegt deine Einberufung als Flakwaffenhelferin. Ich war also 16, das heißt 15 Jahre alt. Ende Januar und fand das eigentlich nicht so berauschend. Ja, sagt sie, nach Prag sollst du kommen. Und ich sag, da gehe ich nicht hin. Und zwar hatte ich ein Erlebnis. Wir sind in dem Kinderlandverschickungslager nach Prag beordert worden, die Abschlussklasse. Wir sollten also im Deutschen Saal auf der Prager Burg Volkstanz machen. Und so mit weißen Kleidern und blauen und roten Bolero-Jäckchen. Und als ich da hinkam, traf ich eine ehemalige Jugendmittelführerin und die sagte, du, ich bin hier Flak-Waffenhelferin, komm noch mal, ich zeig dir meine Flak. Und daraufhin habe ich gesagt, na klar, das wollte man ja damals sehen. Und dann sind wir also die Treppen hoch. Und bevor wir ganz oben waren, kam also Fliegeralarm. Und da sagte sie, lauf bloß schnell runter in den Keller. Die behaken uns hier immer, denn wir sind bekannt hier, dass die Flak hier oben drauf ist. Naja, dann bin ich runtergelaufen, kommst nachher wieder rauf, wenn es zu Ende ist. Und als ich wieder nach oben kam, war da schon eine Sperre. Und ich sagte, nein, ich bin Gesundheitsdienstmädel, ich muss, weil ich unbedingt drauf wollte. Und dann kam ich nach oben und dann lag sie tot in ihrer Flak. Und dieses Erlebnis, dass man also kurz vorher mit jemandem, den man kannte und mit dem man gesprochen hat, dass dieses Menschenkind tot, blutüberströmt da in der Flak hing, das war für mich also ein so einschneidendes Erlebnis, dass die Worte Flak-Waffenhelferin und nach Prag für mich klar waren, da gehst du nicht hin.